Hallo und herzlich willkommen zur 14. digitalen Learning Journey des Kompetenzzentrums Kultur und Kreativwirtschaft. Mein Name ist Lore Kurz und gemeinsam mit Julian Adenauer von unserem Umsetzungspartner Retune werde ich Sie heute durch den Abend führen. Ebenfalls vom Kompetenzzentrum sind meine Kollegen Leonard Zipper und Tim Doyle bereits im Hintergrund aktiv. Leo betreut den Chat und Tim werden Sie später in einer der Breakout-Sessions treffen. Falls Sie zum ersten Mal zum Gast sind, das Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes ist Teil der Initiative Kultur und Kreativwirtschaft der Bundesregierung und wir haben zum Ziel, die kreativen Herangehens- und innovativen Denkweisen der Kultur- und Kreativwirtschaft im Zusammenspiel mit anderen Branchen nutzbar zu machen und Chancen zur Kooperation aufzuzeigen. Unser heutiges Schwerpunktthema lautet, wie sehen Gestaltungsprozesse für eine diverse Gesellschaft aus? Wenn Sie möchten, können Sie auch gerne auf YouTube unsere vergangenen Learning Journeys anschauen. Da gibt es Expertinneninterviews unter anderem zu Themen wie New Work, hybride Veranstaltungen, digitale Bildung, Transformation und vieles mehr. KI, VR, genau. Was wir alles schon gemacht haben. Richtig viel. Also ich freue mich heute, unsere Gäste begrüßen zu dürfen. Und zwar werden wir sprechen mit Daphne Braun. Sie ist Grafikdesignerin und Initiatorin des Projekts Divided by Design. Außerdem Ola Ulu Fajimbola, die ist Co-Gründerin von Tebalu. Und Hans Illiger, Co-Gründer der App Alela. Damit übergebe ich mal an Julian, der wird uns nämlich einführen, wie das heute so läuft. Genau, ja, schön, herzlich willkommen auch von mir. Unsere Veranstaltung besteht wie immer aus zwei Teilen. Sorry für die, die schon öfter da waren und die sich total langweilen, weil wir immer dasselbe sagen am Anfang. Aber für die, die noch nicht da waren, muss man es ja mal erklären. Also, wir haben zwei Teile bei dieser Veranstaltung. Der erste findet hier statt. Wenn ihr hier seid, habt ihr das schon mal richtig gemacht. Hier könnt ihr jetzt eine Stunde rumhängen. Wir machen den ersten Teil im Popcorn-Kino-Format. Ihr dürft euch berieseln lassen. Wir sprechen mit unseren drei Gästinnen hintereinander und befragen sie, machen dann noch eine kurze Panelrunde, wo wir alle auf die Bühne holen. Und dann sind wir auch gegen 7 Uhr schon soweit, in Teil 2 zu starten. Und da wird es richtig spannend, da wird es nämlich interaktiv. Da könnt ihr euch nämlich selber dazu schalten. Und zwar passiert das in den sogenannten Sessions oder Sitzungen, wie das neuerdings bei Hopin heißt. Da kann man rumsitzen, aber eben auch die Kamera einschalten und mitsprechen und vor allem Fragen stellen. Und dort haben wir dann eben drei Sessions für jeden unserer SprecherInnen eine Session eingerichtet und da könnt ihr euch einschalten. Wie das genau funktioniert, erzähle ich nachher nochmal. Das ist genau der Kurzdurchlauf. Genau, auf der rechten Seite gibt es diesen Chat. Leo ist da schon aktiv. Gerne könnt ihr da auch Sachen reinrufen, wenn irgendwas nicht klappt oder Fragen stellen. Wir müssen gucken, ob wir es wirklich einbinden können. Der erste Teil, weiß ich nicht, wir haben immer zu wenig Zeit. Sonst, falls wir es nicht schaffen, alle Fragen zu stellen, könnt ihr die dann persönlich im zweiten Teil stellen. Ja, genau. Soweit erstmal genau. Von mir. Und jetzt gibt es noch eine Umfrage, ne? Ja, jetzt stellen wir euch noch kurz zwei Fragen. Und zwar wollen wir wissen, ob ihr zum ersten Mal da seid und wie ihr auf uns aufmerksam geworden seid. Das müsste jetzt in der Umfrage. Genau, da müsst ihr, genau, also da oben rechts steht ja Chat und daneben müsste Umfragen stehen und da sollten jetzt zwei Fragen sichtbar sein und wir würden uns freuen, wenn ihr die kurz beantwortet. Genau, kurz und schmerzlos. Und dann würde ich sagen, wir fangen schon mit Daphne an, unserem ersten Gast heute Abend. Du hast schon gesagt, Daphne ist Grafikdesignerin mit einem Fokus auf Editorial und Kommunikationsdesign. Und sie hat gerade dieses Jahr ihr Masterprojekt fertiggestellt an der FH Potsdam und das heißt Divided by Design. Und dieses Projekt macht auf strukturellen Sexismus bei der Gestaltung von Alltagsprodukten aufmerksam und will auch so eine Sensibilisierung von DesignerInnen schaffen. Und was es mit diesem Projekt genau auf sich hat, das kann sie viel besser erklären als ich. Deswegen holen wir sie mal hier auf die Bühne. Ja.
eben noch im Zauberladen, jetzt schon auf unserer Showbühne, Daphne Braun von Divided by Design. Hallo Daphne! Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein bei euch. Schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du uns kurz mal sagen, wie du zu diesem Thema kamst. Du hast dich wahrscheinlich gefragt, okay, ich mache irgendwie meine Masterarbeit und dazu will ich mir ein spannendes Thema aussuchen. Wie kamst du dazu? Ja, ich glaube, das war so ungefähr die Herangehensweise. Bei der FH Potsdam ist es so, dass man sich, bevor man sich bewirbt, muss man sich ein Thema überlegen oder zur Bewerbung muss man schon ein Thema parat haben. Und ja, da habe ich so ein bisschen überlegt, was mich eigentlich so interessiert und was ich mit dem Master eigentlich erreichen will. Also im Bachelor, glaube ich, ist es klar, man will erstmal so das Handwerkszeug erlernen und im Master dann ein bisschen theoretischer an Design rangehen. Und ich glaube, eine gute Grundlage war, dass ich mich schon immer als Feministin verstanden habe und ich dann so ein bisschen durch diese ganze Debatte um Gender-Marketing drauf gekommen bin, dass doch Design relativ viel auch mit Sexismus zu tun hat. Und ja, so bin ich auf das Thema gekommen, habe mich damit beworben und dann im Studium aber erst festgestellt, was das für ein Riesenfeld ist und wie tief man da in diese Materie einsteigen kann. Okay, und wie bist du dann vorgegangen? Also hattest du gleich den Plan, es ist ja jetzt im Endeffekt eine Webseite geworden, da gucken wir uns auch noch gleich genauer an. Aber wie bist du vorgegangen? Hattest du gleich die Idee, das so zu machen oder bist du erstmal reingelaufen und hast gedacht, weiß noch nicht, wie es hier rauskommt? Ja, ich habe wirklich erstmal nur dieses Thema gewusst, dass ich irgendwie was machen will, damit dieses Thema aus der Designperspektive mal angegangen wird. Ich glaube, gesellschaftlich sind wir da ja schon, haben wir da irgendwie schon so ein Verständnis von, dass es Geschlechterungerechtigkeiten gibt, aber so aus der Designperspektive, dass es da vielleicht einen Hebel gibt, an dem man irgendwie ziehen kann, um die Welt von dieser Seite aus gerechter zu machen. Das war mir nicht so klar oder wie das funktioniert, war mir nicht so klar. Und genau, und dann habe ich mich erstmal angefangen, mich wirklich irgendwie einzulesen und zu überlegen, was sind, ja, worum geht's eigentlich? Und habe dann auch erst so festgestellt, okay, was will ich mit dieser Masterarbeit erreichen? Und habe mir dann überlegt, dass es wahrscheinlich ganz gut wäre, gerade die Person, die ich vor dieser Masterarbeit war, zu adressieren und zu sagen, okay, junge GestalterInnen, wie kann ich die dabei unterstützen, auf dieses Thema aufmerksam zu werden? Und ja, habe irgendwie über Workshops, über eine Publikation nachgedacht und dachte dann doch am Ende, dass eine Website ein super Medium ist, weil das einfach massenhaft produziert werden kann oder reproduziert werden kann oder halt jeder darauf zugreifen kann, jeder kann darauf zugreifen und glaube, dass das irgendwie eine ganz nahbare Art ist, das umzusetzen. Und es kann eben auch, das ist das Schöne an der Website, diese Website kann weiter wachsen. Ich arbeite ja mit ganz vielen Beispielen. Mhm. Und das ist super schön, dass das eben das so offen lässt. Und ihr habt jetzt ja von Alltagsgegenständen gesprochen. Und ich glaube, dass sich das eben auch noch erweitern lässt, wirklich in ganz spezielle Beispiele dann auch eben immer noch weitergehen kann. Genau, und du redest gerade von Beispielen, damit man, wenn man jetzt noch nicht auf dieser Webseite war, sich vorstellen kann, was jetzt Divided by Design so ist. Sag mal ein paar Beispiele, auf was bist du denn so gestoßen bei deiner Recherche? Ich glaube, es ist schwierig, das an einem Beispiel sozusagen festzumachen, weil doch diese Geschlechterungerechtigkeit in allem drinsteckt, was um uns herum ist. Wir leben ja in einer Welt, die komplett strukturiert ist, also die komplett gestaltet ist. Und wir tragen ja in jede, gerade als Designer und Designerin, tragen wir in jedes Objekt, was wir gestalten, auch diese Ungerechtigkeit irgendwie weiter anhand von Normen, anhand von Farben, die wir benutzen, anhand von, wie wir irgendwie das Marketing gestalten. Aber ich glaube, ein gutes Beispiel, was jeder oder jede kennt, ist aus dem Drogeriemarkt, wenn man in die Rasiererabteilung läuft und dann so feststellt, okay, hier gibt es irgendwie einmal Rasierer in Pink und einmal Rasierer in Blau und irgendwie sind es die gleichen, irgendwie aber auch nicht. Auf der einen Seite wird irgendwie gesagt, das ist für Frauen, auf der anderen Seite wird gesagt, es ist für Männer und man sich so ein bisschen fragt, okay, warum sollte da ein Unterschied gemacht werden? Und das ist, glaube ich, so ein griffiges Beispiel, wo dann am Ende alle wahrscheinlich sich darauf einigen können, dass auch Frauen die Rasierer für Männer benutzen können und auch Männer die Rasierer für Frauen oder eben alle Leute, auch non-binäre Personen eingeschlossen, eben alle Rasierer benutzen und uns nicht diese Trennung braucht. Irgendwas raschelt jetzt. Ist das bei dir, Lore, oder ist das irgendwas ist... Vielleicht hier. Vielleicht. Ja, das Mikrofon jetzt ist wieder gut. Vielleicht die Haare auf der Seite. Da bräuchte, ja, genau. Okay, also die Rasierer hast du angesprochen. Ich blende mal kurz, ich kann die Website hier auch so fancy einblenden. Cool. Da können wir mal gucken.
Genau, also Rasierklinge hast du schon gesagt, elektrischer Rasierer, Bügelbrett. Ach so, jetzt geht es wieder weg nach ein paar Sekunden. Warte mal, kann man nochmal einblenden. Genau, die Seite ist ja eben jetzt auch so gedacht, dass du eben aber auch nicht nur darüber was lernen kannst. Also du kannst natürlich auf die Produkte draufklicken, sondern das hat ja auch so mehrere Elemente, ne? So eine Checkliste und so ein Glossar. Hast du das so als Werkzeug eben auch für GestalterInnen gedacht? Ganz genau. Also darum ging es mir tatsächlich, eine Vereinfachung zu schaffen, Dinge untersuchen zu können und durch diese Untersuchung, durch so ein bisschen eine Aufgliederung von den verschiedenen Produkten, dann daraus schlauer zu werden für die eigene Designpraxis. Genau, ich arbeite mit dem Glossar, weil mir sind auch am Anfang super viele Begriffe begegnet, die ich nicht kannte, also wo ich dann auch erst nach ein paar Mal Lesen wirklich verstanden habe, worum es geht und, glaube ich, froh gewesen wäre um Glossar, was mir diese Begriffe wirklich in diesem Kosmos Geschlechterungerechtigkeit näher bringt. Und ja, auf der einen Seite habe ich die Checkliste, die anhand von drei verschiedenen Ebenen die Produkte sozusagen durchgehen kann. Genau, ich kann dazu gerne was erzählen. Ja, also ja, zu den drei verschiedenen Ebenen. Ja, mach mal. Genau, es gibt drei verschiedene Ebenen und man arbeitet sich sozusagen von innen, von außen nach innen vor. Also am Anfang wird so wirklich nur die, ja sozusagen die, das Außen herum betrachtet, was noch gar nicht irgendwie in Zusammenhang mit einer Funktion steht. Und da schauen wir uns zum Beispiel Farben und die Formensprache an. Und das ist ganz interessant, weil ja wir oft bei Farben schon allein an den Farben sagen können, ob das jetzt eher eine Jungsfarbe oder eine Mädchenfarbe ist. Gerade bei Kinderspielzeug ist das, glaube ich, besonders evident. Und genau, das wird sich auf der ersten Ebene angeguckt und dadurch ist die ein bisschen abgegrenzt und dadurch wird die Untersuchung leichter. Und auf der zweiten Ebene schaut man sich genauso irgendwie die Funktion von dem Artefakt, von dem Objekt an, beziehungsweise auch so ein bisschen das Tätigkeitsfeld oder den Raum, der damit verknüpft ist. Und da wird dann ganz schnell klar, dass Dinge, die zum Beispiel für eine Werkstatt gemacht sind, also die man zu harten handwerklichen Arbeit braucht, oft irgendwie in dieser ersten Ebene ganz, ganz starke männliche Attribute sozusagen besitzen. Und ja, also dass da sehr kongruent gestaltet wird, was schade ist, weil es ja nicht nur heißt, dass Männer in Werkstätten tätig sind. Und die dritte Ebene ist super spannend, weil da geht es dann eben so ein bisschen aus dem Feld der Designer und DesignerInnen raus. Und das sind die Skripte. Und bei den Skripten ist es super spannend, dass dass es dann um das Zusammenspiel von den Nutzenden und den Artefakten geht. Und ja, genau, also da wird so ein bisschen geschaut. Ein Skript ist so ein bisschen zu verstehen wie ein Drehbuch, was dieses Objekt vorgibt. Und je nachdem, ob wir das so nutzen, wie das eben gedacht ist, rutschen wir auch in Rollenbilder rein. Genau. Das mit den Skripten habe ich noch nicht genau verstanden. Kannst du das nochmal sagen? Ja, Lore, wolltest du auch noch was zwischenschieben? Ja, ich fand diese Beispiele mit der Bohrmaschine und dem Handmixer ganz interessant. Oder mit der Mikrowelle und der Stereoanlage. Also, dass die Sachen eigentlich vergleichbar komplex in der Funktion sind, aber durch das Design irgendwie komplizierter gemacht werden, beziehungsweise einfacher gemacht werden, damit vermeintlich Menschen mit mehr Technikverständnis die verwenden können und andere eher abgeschreckt sind, was dann zu einer Geschlechter. Also genau. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, das sind auch wirklich meine Lieblingsbeispiele eigentlich. Genau, ja, das sind eben super Beispiele und das ist eben auch was sich dann sozusagen am Ende mit den Skripten noch weiter eben ausweitet, dass wenn wir immer dabei bleiben, die Produkte so zu benutzen, wie sie gedacht sind und nur die, ich als Frau zum Beispiel nur die Produkte benutze, die für Frauen gedacht sind, wie zum Beispiel Stabmixer, die sehr simpel designt sind, mich aber an Bohrmaschinen nicht rantraue, die komplex hergestaltet sind, sage ich mal, mit mehr Knöpfen und mehr Funktionen, dann erfasse ich das sozusagen gar nicht und arbeite mir nie so eine Art technisches Verständnis für die Dinge. Und das geht sozusagen immer weiter. Es hat so eine Art Schneeballeffekt und es führt mich immer weiter auseinander. Also diese Trennung zwischen den zwei Geschlechtern, die es ja so nicht gibt, aber die wird halt immer weiter, die wird halt immer krasser. Gibt es genau, auch positive Gegenbeispiele von Gestaltung? Ja, also ich glaube, es gibt einige gute Beispiele. Man muss aber, glaube ich, immer so ein bisschen Disclaimern anmerken, dass man auch sehr weit reingehen kann und Sachen, die geschlechtergerecht sind, zum Beispiel auf einer intersektionalen Perspektive, nicht mehr unbedingt gerecht sind. Also es ist doch immer eine komplexe Welt und es ist nicht alles so schwarz und weiß. Also je nachdem, aus welcher
Welt ich sozusagen oder von welcher Sicht ich drauf gucke. Es ist komplex. Aber ein ganz schönes Beispiel, was ich während meinen Recherchen gefunden habe, ist der kleine Akkuschrauber Bosch IXO, der ja kleiner ist als andere Akkuschrauber, aber der dann nicht dieses typische Marketing erfahren hat. Dieser Akkuschrauber ist nur für Frauen und ist für Leute, die sich nicht gut auskennen, sondern es kam eigentlich von dieser Perspektive her, hey, warum braucht man eigentlich so riesige, große, kompakte Akkuschrauber? Warum können wir das nicht kompakter machen? Weil die meisten Personen wahrscheinlich Akkuschrauber doch eher dafür benutzen, IKEA-Möbel aufzubauen, dreimal im Jahr und that's it. Und deswegen ist das gutes, nutzerinnenfreundliches Design gewesen und hat, glaube ich, auch bei vielen Personen dafür geführt, dass vielleicht eine Hemmschwelle abgebaut wurde, was ja dann eben gutes Design ist. Und man sich eventuell von diesem Bosch IXO, wenn man sich dann wirklich für handwerkliches Arbeiten interessiert, weiterentwickeln kann zu den ein bisschen komplexeren Maschinen. Ich glaube, dreimal im Jahr sehr optimistisch, ehrlich gesagt. Ich habe doch mal diese Statistik, glaube ich, wie oft Akkuschrauber im Durchschnitt benutzt werden. Ich glaube, das ist zweimal im Leben oder so des Akkuschraubers oder so, also im Durchschnitt. Ich habe meinen schon öfter benutzt. Die eigentliche Frage unserer Learning Journey ist, zielt ja so ein bisschen darauf ab, wie Gestaltungsprozesse aussehen müssen, um eben die Diversität unserer Gesellschaft abzubilden, in deinem Fall eben Geschlechtergerechtigkeit abzubilden. Was kann man denn DesignerInnen mitgeben, dass sie bessere Produkte entwerfen? Oder muss man denen nur sagen, mache kein Gender-Marketing? Ist das das Einzige? Das Gender-Marketing ist ja das Traurige, es kommt ja meistens aus dem Marketing und da haben die DesignerInnen gar nicht so viel mitzureden. Aber das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man als Designer und Designerin versteht, dass man eine Macht darüber hat, also dass man tatsächlich alte Rollenbilder eventuell reproduziert und dass man eben diese Welt tatsächlich gestalten kann. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Verständnis, weil auch gerade im Hochschulkontext gibt es immer viele, also wenn man anfängt zu studieren, gibt es am Anfang sehr, sehr viele Regeln, die man zu beachten hat, so schöner Weißraum oder große Schrift oder Form follows Function oder Less is more und dass diese Dinge eventuell gar nicht mit meinem Nutzen sozusagen oder mit meinem, was ich tatsächlich machen würde, übereinstimmen. Und das zu hinterfragen, zu lernen, das ist, glaube ich, wichtig und sich selbst ein Bewusstsein dafür zu verschaffen, was man eben erreichen will mit seinen Designs. Genau, und das ist eine gesellschaftliche Konsequenz auch irgendwie hat, die Produkte. Ja, das finde ich ganz interessant. Laura, willst du noch was einhaken? Sonst würde ich Ja, also ich habe nur jetzt verstanden, dass du diesen Katalog auch entwickelt hast, mit dem man nochmal seinen Entwurf prüfen kann. Also wenn man, oder? So war es doch gedacht, dass man einen Entwurf macht und dann nochmal sich deine Kategorien da anschauen und überprüfen kann, ob man automatisch aus Versehen, was ja auch häufig passiert, Geschlechtsstereotype zementiert hat. Ja, ganz genau. Also ich glaube, es ist schön. Ein kann man Werbung für machen. Genau, danke. Ja, macht ihr doch hier gerade. Ist doch total schön. man kann das eben, wenn es fertig ist, durchgehen. Es ist ein bisschen schwierig, glaube ich, das von Grund auf richtig zu machen. Also ich glaube, man muss immer gestalten, nochmal einen Schritt zurücktreten, das selber untersuchen und dann überlegen, habe ich es so richtig gemacht? Und wenn es richtig war, dann eben weitermachen. Genau. Super. Ja. Daphne, vielen, vielen Dank für den Einblick. Wie gesagt, gleich kommst du auch nochmal aufs Panel und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dir nähere Fragen zu deinem Projekt und zu dir und zu allem Möglichen zu stellen in den Sessions. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Gut. Hans ist unser nächster Gast. Als nächstes kommt Hans Illiger auf die Bühne. Der hat die App Alela entwickelt. Er ist Interaktions- und Produktionsdesigner. Produktdesigner, da will ich auch gleich mal wissen, was das bedeutet. Und zusammen mit Moritz Vetter gibt es eben die Entwicklung der Alela-App. Und die ist für bildbasierte Kommunikation. Da gibt es jetzt gleich schon Fragen. Was ist denn bildbasierte Kommunikation? Was und wo ist Hans? Wo ist eigentlich Hans? Wir holen mal Hans, damit er uns das erklären kann. Da ist er schon. Hallo Hans. Hallo. Schön hier zu sein. So. Ja, toll, dass du da bist. Erzähl mal, was bedeutet bildbasierte Kommunikation? Bildbasierte Kommunikation,
Also das ganze Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe, das nennt sich in Deutsch unterstützte Kommunikation. Unterstützte Kommunikation ist so ein Fachbereich, Forschungsbereich, wo es darum geht, Methoden zu entwickeln für Menschen, die nicht sprechen können. Aus was, in welchem Grund auch immer, die nicht sprechen können, physisch oder aufgrund von irgendeiner neuronalen Störung. Und eine Methode ist halt, dass man statt über Schriftsprache oder über gesprochene Sprache über Bilder kommuniziert. Und dass ich weiß nicht, was man es wirklich bildbasierte Kommunikation nennt. Ich nenne es so, weil das irgendwie, das Vokabular sind halt Bilder. Und darüber wird kommuniziert, deswegen nenne ich das so. Ich weiß nicht, ob es dann offiziell, also die offiziell heißen die Bildsprachen, aber ja, ob das ist Bildkommunikation heißt, weiß ich nicht genau. Ich Ich werfe verstehe. kurz ein, du hast mir Vielleicht noch wird's. eben ein kurzes Video Genau. geschickt. Das würde ich mal kurz hier Naja. einblenden wollen. Vielleicht ist es einfacher, wenn wir es einmal kurz anschauen. Das ist ja immer so, genau. Wir schauen uns das mal an. Willst du etwas trinken? Ja. Willst du Apfelsaft oder Limonade? Limonade. Ich möchte mehr. Ich möchte mehr. Ja, Okay. genau. Was, für wen ist das denn nützlich? Kannst du da vielleicht noch mal so ein bisschen die Zielgruppe genauer beschreiben? Sehr gerne. Also genau, prinzipiell geht es halt um Menschen, die nicht sprechen können. Und das, was ihr gerade gesehen habt, ist halt ein alternativer Weg, wie man trotzdem kommunizieren kann. Also Sprechen ist ja nur der verbale Akt, Kommunikation ist ja sehr viel mehr als nur das reine Sprechen oder Schreiben. Und da kann man das so grob in drei Kategorien einordnen. Einmal die Menschen, die gebärden, also die taub sind oder fast taub sind und deswegen gebärden. Dann gibt es die Menschen, die nicht sprechen können aus physischen Gründen. Da ist Stephen Hawking immer ein gutes Beispiel. Ja, also die haben eine körperliche Krankheit oder Beschwerde, deswegen können sie physisch nicht sprechen. Und dann gibt es die dritte Gruppe, die aufgrund von irgendeiner Form von Gehirnschädigung, Verletzung nicht sprechen können. Das sind die, mit denen ich mich beschäftigt habe. Das sind so Menschen mit Autismus, Menschen mit geistiger Behinderung, Menschen mit Aphasie oder Demenz, Down-Syndrom. Das sind so ein paar, um die zu nennen. Also da geht es da darum, dass manche davon in Lage sind, physisch zu sprechen, also motorisch die in Lage wären zu sprechen, aber halt im Gehirn das Sprachzentrum in irgendeiner Form gestört ist, deswegen das nicht funktioniert. Und deswegen auch nicht funktioniert, dass man schreibt als Alternative, was ja sonst eigentlich die nächste logische Option wäre, sondern man kann sich es vorstellen wie bei Kindern. Ja, Kinder lernen erst bildlich wahrnehmen oder die Welt durch Bilder erkennen, dann kriegen diese Bilder Begriffe, ah, das heißt Baum, und dann fangen sie an zu sprechen und dann fangen sie an zu schreiben. Und so rückwärts verlernt man das auch. Also erst verlernt man schreiben, dann also schreiben, lesen, dann sprechen und die Bei Konzepte ganz zum Demenz Schluss. und Aphasie jetzt, meinst du? Ja. Genau. Oder halt jetzt bei geistiger Behinderung Und oder Autismus, dass man es langsamer lernt. Ja, sorry. wie hast du das denn diese App entwickelt? Also woher weißt du, wie das funktioniert? Oder dass die App sozusagen funktioniert. Okay, also gut, das geht so ein bisschen länger zurück, weil ich komme aus einer Sozialfamilie. Also ich habe zwar Design studiert, aber meine beiden Schwestern arbeiten im sozialen Bereich, deswegen war das schon immer so ein Berührungspunkt. Also zum Beispiel Menschen mit Behinderung und ich, wir hatten da immer schon irgendwie so einen Berührungspunkt. Und meine eine Schwester hat dann tatsächlich im Studium hat einen Schwerpunkt auf diesem Thema unterstützte Kommunikation. Und dann fand ich es interessant, habe ich es mir angeschaut, okay, was gibt es da eigentlich? Was sind die Methoden? Und ich war eigentlich ziemlich schockiert von dem. Also ich war schockiert darüber, wie schlecht das meiste gestaltet ist und wie uninnovativ dieser ganze Bereich ist und der wirklich nur aus einer Perspektive bis jetzt betrachtet wurde, meist aus der pädagogischen oder rein technischen, aber nicht von der Gesamt, also in dem größeren Kontext. Und dann dachte ich, okay, da steckt Potenzial drin, da können wir was machen. Und dann war es erstmal ein ganz langer Weg, sich Wissen anzueignen, mit ganz vielen Leuten zu reden, Experten zu befragen, Interviews zu führen mit Angehörigen, mit Betroffenen ist in diesem Fall sehr schwer, aber halt alle Leute drumherum, ja, Sachen anzuschauen,
Informationen zu sammeln, wissenschaftliche Artikel zu sammeln. Genau, um da wirklich tief reinzugehen und das erstmal verstehen zu können, worum geht es da eigentlich. Und daraus dann halt die Idee entstanden und daraus dann die Weiterentwicklung. Also das heißt, du hast, also auf welchen Bereich hast du dich so konzentriert? Warst du dann viel im Bereich Menschen mit Behinderung oder warst du auch im Krankenhaus oder in der neurologischen Forschung oder wie? Also okay. Auch Praxis dann beim, beim ja. Ausprobieren. Okay, also es ist so, das Ganze, der Grundstein für die ganze Arbeit ist aus meiner Masterthesis damals entstanden, 2017. Da habe ich mich am meisten fokussiert auf das Thema Aphasie, weil ich das am spannendsten fand von den ganzen. Aber war mir auch mal schon bewusst, dass es nicht so, man kann das nicht so super eng sehen. Man macht eine Lösung, die auch ein bisschen breiter ist. Kannst du gerade noch mal kurz sagen, Aphasie, das ist doch, wenn man einen Schlaganfall hatte, oder? Aphasie ist, ja, ist eine, man nennt es Sprachstörung, ich finde das Wort Störung immer ein bisschen schwierig, aber nachdem man irgendeine Form von Gehirnschädigung hat, in dem typischen Fall Schlaganfall oder Autounfall und damit am Gehirn, dass man danach die Sprache verliert und zwar wirklich so, dass man sich nicht daran erinnern kann oder Wortfindungsstörung hat. Genau. Und in der Regel kommt das wieder, aber bei manchen Menschen auch nur zum Teil oder es dauert sehr lange. Ja. Und genau, aber dann habe ich halt mit Experten geredet aus dem Bereich, also Forschende aus dem Bereich, unterstützte Kommunikation, ich war in der Charité, ich war, habe mit ganz vielen Angehörigen geredet, mit Ärzten geredet, um einfach so ein möglichst breites Spektrum von der Perspektive auf dieses Thema zu erlangen, ja. Und dann halt irgendwie das erstmal zu verstehen, weil so als fachfremder Mensch, wie ich das bin, als Designer, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat, erstmal wirklich mitreden zu können und da drinnen möglichst tief drin stecken zu können, um dann auch ja, das im Gesamten zu erfassen und wirklich was Neues gestalten zu können. Und das heißt aber, du bist jetzt da ganz tief drin und die App wird dann auch in der Praxis schon in diesen Institutionen angewandt? Ja, also wir haben das released dieses Jahr im April. Es verbreitet sich so, es ist sehr langsam, der ganze Bereich ist so ein bisschen wie so ein Riesendampfer, der bewegt sich so ganz langsam, heißt Innovation braucht ein bisschen länger, um dann richtig anzukommen. Ja, aber wir bekommen Feedback, es wird benutzt, es wird viel experimentiert, also zum Beispiel vor ein paar Tagen habe ich eine E-Mail bekommen, hat eine gemeint, okay, die probieren das gerade aus für eine Gruppe von Menschen mit Autismus, wo die Sozialtraining damit lernen. Fragen, Antworten stellen, ja, wie interagiert man miteinander, was jetzt gar nicht meine primäre Idee war, aber man merkt, okay, die Leute werden kreativ auch mit diesem Tool, ja. Genau, und da kann man ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, kann man sozusagen reinsprechen und dann wird es übersetzt in Bilder oder die Person, die nicht spricht, kann Bilder auswählen und dann wird es in Sprache übersetzt. Und man kann ja auch noch neue Wörter hinzufügen oder so. Ne? Also man könnte das adaptiv weiterentwickeln. Ja. Absolut, genau. Und wo geht's damit hin? Was willst du das noch weiterentwickeln oder hast du schon eine neue Idee? Also na gut, erstmal geht es noch immer noch darum, weiter Support zu machen. Ja, also wir haben ab und zu ein paar Updates gemacht und ein paar Fehler zu lösen, auch ein paar kleine Funktionalitäten dazugepackt. Jetzt gerade sind wir dabei, die App nochmal neu zu machen als eigene App, weil ich dann zum Beispiel gelernt habe, okay, wenn Schulen eine App kaufen wollen, dann dürfen da keine In-App-Purchase drin sein. Es muss eine Fest-App sein, weil die ein anderes System haben, das funktioniert anders mit dem Kaufen, anders. Solche Sachen, die man vorher nicht weiß, lernt man plötzlich, muss es irgendwie adaptieren. Und das Große ist, wir sind gerade dabei, das ganze Ding noch auf Englisch zu portieren. Also momentan gibt es nur auf Deutsch, erstmal weil unsere Muttersprache und da steckt auch relativ viel Technologie drin, also auch sowas wie automatisierte Grammatik ist da drin, ja, also wenn man einen Satz bildet, ich und dann ein Verb und dann irgendwie noch irgendwas, das ist richtig dekliniert wird, solche Sachen stecken damit drin, um einfach den Markt zu erweitern und einfach mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, das zu nutzen zu können. Genau, weil die nochmal so, weil die Grundidee von dem Ganzen, es klingt jetzt so simpel, man spricht da rein, da kommen Bilder raus. Das war aber eigentlich so der ganze Kern, dass ich mir gesagt habe, okay, ja, es gibt die Menschen, die nicht sprechen können, deswegen haben die diese Geräte, über Bilder zu kommunizieren. Und dann
gibt es Menschen wie mich, die sprechen können, ja, wo Lautsprache die schnellste Art für uns ist zu kommunizieren, also Informationen über die Zeit zu transportieren. Und wo ist die Brücke dazwischen? Und da war es dann irgendwie, ist mir dann irgendwann klar gekommen, okay, es gibt diese Speech-to-Text-Technologie, die war dann plötzlich 2016 relativ erfolgreich und ziemlich gut. Hm. Ich verknüpfe das mit Bildern und schließe ein bisschen die Lücke zwischen den Menschen, die sprechen können und nicht sprechen können, dass man gemeinsam eine Plattform hat, wo man kommunizieren kann. Ja, so dass wir unsere Sprache damit in dem Gerät ist und die Menschen durch das Gerät wieder sprechen können. Wir uns dann halt kooperativ auch einem Kommunikationsprozess nähern und nicht sagen, hey, du hast das Problem, ist die Lösung und jetzt sei nicht mehr problematisch als Mensch, sondern zu sehen, okay, wir machen das gemeinschaftlich. Ja, wir entwickeln ein Tool, gemeinschaftlich kommunizieren zu können und die Menschen mehr zusammenzubringen, anstelle von exkludieren oder halt nur zu sagen, okay, das ist dieses eine Tool, die eine Möglichkeit und damit musst du jetzt umgehen und ich habe gar kein Problem. Ja. Cool. Ich würde gerne nochmal genau auf unsere Hauptfrage zurückkommen. Ich schreibe hier immer mit, das habe ich beim letzten Mal gelernt, das hat gut funktioniert, so eine Liste zu machen. Deswegen auch die Frage an dich, was hast du gelernt, was man im Designprozess richtig machen sollte, kann, um Design oder um Produkte inklusiver zu machen? Erstmal würde ich sagen, tatsächlich die Berührungsängste verlieren. Vor den Gruppen, mit denen man sich beschäftigt, und jetzt Gruppen gar nicht als negativ gemeint, sondern einfach zu sehen, was sind das für Menschen, was sind deren möglicherweise speziellen Bedürfnisse, einfach eine Empathie dafür, diese Menschen zu entwickeln, Verständnis dafür zu entwickeln, wie ist deren Lebensrealität, dann so viel Informationen zu sammeln wie möglich über den Bereich, über verschiedene Perspektiven in dem Bereich, und dann würde ich sagen, das, was wir als Designer besonders gut können, ist kreativ anders denken, andere Perspektiven haben, von außen auf den Bereich reinzuschauen und mit diesem frischen Blick halt die ganzen Informationen zu nutzen und dann halt was Neues, mit einem neuen frischen Blick ja was Innovatives zu entwickeln und dann im Nachhinein wieder halt zurückgehen, schauen, na, funktioniert meine Lösung oder nicht oder muss ich irgendwas ändern und das als iterativen Prozess zu sehen. Aber ich würde sagen, keine Berührungsängste haben, egal welche Gruppe Menschen, egal welche Menschen. Und was du gerade schon gesagt hast, dass du die Menschen mit weiterentwickeln lässt oder dass man auf Augenhöhe kommuniziert und nicht von außen so, dass die Lösung reingibt und fertig, sondern dass es sich auch weiterentwickeln kann oder man da, das fand ich ganz gut. Ja, genau, also oder das noch klarer zu machen, ich würde sagen beides, ja. Manchmal muss man mutig sein, einen Schritt nach vorne zu gehen, weil man begibt sich ja in ein Territorium, wo noch niemand vorher war, und auf der anderen Seite trotzdem zu hören, was kommt zurück. Also beides. Und diesen Austausch, dieses Spannungsfeld aufrechtzuerhalten. Super. Ich habe hier fleißig mitgeschrieben. Jetzt meine Liste sehr übersichtlich. Ich kann nichts mehr lesen. Zu schnell. Super. Hans, es war mir eine Freude. Wir sehen uns gleich wieder nochmal auf dem Panel. Und wie gesagt, ihr könnt später auch nochmal mehr Fragen stellen an Hans in den Sessions. Super. Super. Bis gleich. Bis später. So. Tschüss, ja. Und dann sind wir auch schon bei Gästin Nummer 3. Olaolu Feyambola ist Co-Gründerin des Online-Versandhandels oder des Online-Shops, würde man neudeutsch wahrscheinlich sagen. Debalu spricht man es, meine ich, aus. Bieten Spielsachen an, die nicht die gängigen Stereotype von Geschlecht, Hautfarbe, Familienkonstellation und Religion bedienen. Außerdem hat sie dieses Jahr noch ein Buch veröffentlicht mit ihrer Co-Gründerin von dem Shop zusammen. De Bocho heißt sie. Und das Buch heißt Gib mir mal die Hautfarbe. Mit Kindern über Rassismus sprechen. Hallo, da bist du. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja. Hallo. Ich möchte mich herzlich bedanken, hier zu sein. Wir freuen uns, dass du da bist. Sag mal, kannst du ein bisschen was zu der Gründungsgeschichte von eurem Shop sagen? Ja, also genau. Ich bin Olaolu und gemeinsam mit meiner Freundin und Geschäftspartnerin haben wir vor 3 Jahren unseren Shop Tebalu gegründet.
zur Vorgeschichte kann man vielleicht sagen, also dass wir eben als schwarze Deutsche in Deutschland eben geboren, sozialisiert wurden und eben sozusagen aus der Gruppe heraus, weil jetzt gerade ja auch viel von Berührungsängsten, wir sind sozusagen, stehen auf der anderen Seite, wir sind die Gruppe, die sozusagen nicht genügend, also so wie viele andere Gruppen einfach feststellen mussten, dass wir einfach nicht genügend repräsentiert wurden und werden, eben in Kinderbüchern vor allem oder in Spielsachen. Und das war so in unserer Kindheit so, was ja in den 80ern, also im analogen Zeitalter stattfand. Und wir feststellen mussten, mit Mutter zu werden, also praktisch Elternschaft, dass sich Jahrzehnte später auch da nicht so viel getan hat. Und wir aber das essentiell finden, und zwar nicht nur für Kinder of Color, sondern für alle Kinder, dass sie eben in den Büchern oder in den Spielsachen, in denen sie sozusagen, mit denen sie sich tagtäglich umgeben, dass sie sich da sich sehen, aber vor allem auch all die anderen Kinder, mit denen sie ja spätestens in Kita und Schule ja zusammenkommen. Also der Querschnitt der Bevölkerung sollte eben auch in diesen Materialien abgebildet sein. Genau. Und deswegen dachten wir, wenn es nicht da ist, dann müssen wir es selber machen. Genau. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, welche Rolle die Gestaltung von so Kinderspielzeug spielt? Du hast es jetzt schon so ein bisschen angerissen, so aus deiner Perspektive. Also Gestaltung ist ja häufig, gerade wenn wir von Büchern sprechen, hat es ja viel auch mit illustrativer Ebene zu tun, aber natürlich auch Inklusionsthemen. Also beispielsweise für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen oder auch Sehbehinderungen, die eben nicht, also mit den Augen sehen sozusagen, dass da eben auch Bücher natürlich auch zugänglich sind. Also gerade Bücher, die in Brailleschrift verfasst werden, die astronomisch teuer sind und meistens eben über Bibliotheken und so weiter zugänglich gemacht werden können an Familien oder Menschen, die eben mit denen sozusagen auch Zugänge zur Literaturwelt geschaffen werden und zur Bildungsarbeit und so weiter. Einmal ist es für diese Zielgruppe essentiell, dass da eben sowieso da ist, muss auch noch sehr viel gemacht werden. Auf der anderen Seite aber natürlich auch gerade für sehende Kinder, dass alle Kinder eben in den Büchern, also gerade auch illustrativ abgebildet sind. Das ist einfach schnöde Coverarbeit, also Titel-Coverarbeit von Büchern. Wer ist denn darauf abgebildet? Aber natürlich auch in den Inhalten, also in den Geschichten. Und zwar ist uns total wichtig, dass es nicht einfach nur, sage ich mal, eine schwarze Person oder ein Kind im Rollstuhl einfach irgendwo im Bild zu finden ist, das weder einen Namen hat, noch eine eigene Geschichte, sondern nur als Beiwerk oder schmückendes Beiwerk für eine, sag ich mal, able-bodied, weiße Protagonistin oder Protagonisten, sondern es ist uns total wichtig, dass die Perspektiven so breit aufgestellt sind, dass diese Kinder die Hauptfiguren in und deren Geschichte wir kennenlernen. Also, genau, wo leben sie, wie leben sie, was sind ihre Träume? Und die meisten Kinder oder Menschen werden feststellen, die Träume ändern sich eigentlich überall. Sie streiten sich mit ihrer Freundin oder die Eltern nerven. Und sie wollen einfach die eigenen Helden und Heldinnen ihrer Geschichten sein. Und das ist uns total wichtig. Wie gesagt, nicht nur für die sogenannten Betroffenen, sondern für alle Kinder, dass die eben auch da eine Normalität erleben, die einfach sehr viel breiter gedacht ist. Und wie würdest du sagen, sieht der Markt in dem Bereich gerade aus? Gibt's das oder gibt's das? Also ich meine, ihr habt ja einen Shop, also ihr müsst ja die Sachen suchen und finden. Und direkt die Anschlussfrage, hast du das Gefühl, dass das besser wird, diverser? Ja und nein, würde ich sagen. Also ja, ich habe schon das Gefühl, dass gerade illustrativ doch einiges im Bilderbuchbereich passiert. Aber wie gesagt, das ist auch oft auch sehr viel Make-up, ne? Also illustrativ kannst du ja natürlich auch die Charaktere of Color oder Kinder, die eben welche Form auch immer vielleicht von körperlichen Behinderungen haben,
reinzeichnen, mhm. aber in die Inhalte, ob die da reingehen, da halt doch sehr viel weniger. Und da glauben wir einfach, das liegt auch daran, wer sind denn die Schreibenden? Also dann müssen wir in die Strukturen reingehen. Also haben die Verlage ein Interesse daran, diese Geschichten zu publizieren? Wer schreibt denn diese Geschichten und wie tief wird eingegangen? Also na klar kannst du körperliche Behinderungen illustrativ abbilden, aber was ist zum Beispiel mit psychischen Krankheiten? Das ist dann wird schwierig. Das müsste dann natürlich auch in die Texte, in die Sprache einfließen. Und da flaut es so auch ab, würde ich sagen. Und insgesamt, also kriegen wir ja schon immer auch in Artikeln ja auch mit, dass Mattel, also die großen auch Spielzeughersteller und Herstellerinnen natürlich schon auch erkennen, dass sie einen sehr großen Anteil daran haben, dass zum Beispiel die Welt super binär aufgezogen ist und gerade die Kinderwelt sehr stark in pinken Mädchen, Alpenklammer, träumen und Jungs träumen in hellblau und grün irgendwie aufgezogen wird. Aber ich glaube, jetzt vor einem Monat habe ich erst einen Artikel gelesen, da ging es zu Lego und dass Lego eben diese Binarität aufbrechen möchte und so sehr mehr, also durch ihr Marketing und beziehungsweise durch Produktentwicklung auch, ich weiß nicht, ob sie es komplett aufgeben wollen, aber zumindest weniger in diesen binären Schemen Produkte entwickeln wollen, was natürlich auch schon wundervoll ist. Aber wenn wir jetzt von ethnischer Diversität oder wie gesagt Figuren, Playmobil-Figuren, die vielleicht auch unterschiedliche Behinderungen aufzeigen, in der auch Figuren, die vielleicht auch ganz klar, vielleicht auch muslimisch gelesen werden können oder auch Geschichten darüber, mhm. dann oder auch asiatischen Background haben, das ist praktisch unsichtbar. Also das wird schon noch ganz stark in Schwarz-Weiß-Dichotomien, finde ich, abgebildet, aus Designgründen wahrscheinlich oder um Diversität erstmal plakativ schnell abzubilden. Also da würde ich sagen, bei den Großen gibt es dann immer diese, sage ich mal, Quotenfigur, die dann halt mal erstellt wird, aber im großen Breite sind es ja trotzdem von 10 Figuren sind 9 weiß und dann ist halt eine, oder 8 weiß und dann ist eine vielleicht mit einem Person of Color und die dritte ist halt, oder die letzte ist dann eine schwarze Person und das war's. Also es ist, wir reden jetzt noch nicht von annähernd ähnlichen oder ja, großer Entwicklungsdurchbruch, sag ich mal. Ja, ja, ja. Auch an dich die Frage, was würdest du denn GestalterInnen mitgeben wollen, dass sie das besser machen? Also ich meine, das sind natürlich, ist natürlich ein komplexes System. Es gibt natürlich nicht nur die DesignerInnen, ja. sondern natürlich auch die Verlage und die ja, Unternehmen, ja. die das begreifen müssen. Ja. Aber genau, wir wollen jetzt so ein bisschen auf die Gestalterebene schauen heute. Was würdest du da sagen? Genau. Also insgesamt würden wir immer sagen, dass es total wichtig ist, natürlich auch Kontakt zu den Communities auch aufzunehmen. Mhm. Am besten noch Kooperation, also tatsächlich nicht nur reinzugucken und sich reinzusetzen und dann Marktforschung zu betreiben. So, also ich würde sagen, das ist so eine ganz klassische Herangehensweise. Der Blick kommt von außen mit all den Beschränkungen, die wir alle haben. Wir sind in einem gewissen also wir haben einen gewissen Bildungsstand, wir haben eine bestimmte Perspektive auf die Welt, die haben wir von klein auf mit der Muttermilch sozusagen aufgesogen und dann gehen wir in Communities, die, sage ich mal, vielleicht auch sich von unserer eigenen unterscheiden und bewerten diese. Das ist ja eine ganz klassische, sag mal, ethnologische Perspektive. Wir sagen, es ist total wichtig, Kooperationspartner, Sparring-Partnern und Partnerinnen zu suchen, also Menschen, tatsächlich mit Menschen auf Augenhöhe aus den verschiedensten Kontexten zusammenzuarbeiten, in dem Fall mit Designer und Designerinnen, die vielleicht dahin stehen, Menschen, die eben auch innovativ in diesen Bereichen arbeiten, aus der Pädagogik und so weiter. Ein heterogenes Gruppe von Menschen, die sich eben zusammensetzen und tatsächlich erforschen, was wird benötigt, was ist total, was fehlt, wie können wir auch illustrativ vieles aufbringen. Also viele unserer Illustrationen beruhen ja auch auf Klischees und Stereotype. Auch das kritisch zu hinterfragen und dafür ist es total wichtig, eben in andere Traditionen mal reinzuschauen und andere Perspektiven so bekommen, zu erlernen und zuzuhören vor allem. Ja. Ich habe auch noch eine Frage.
Du hattest vorhin kurz die Gender-Stereotype angesprochen und ich habe jetzt gerade so einen kleinen Knoten, weil einerseits im Bereich Gender versucht man so ein bisschen, also es gibt die Spielsachen für Jungs und es gibt die Spielsachen für Mädchen und man versucht das so ein bisschen aufzulösen oder da so ein bisschen drüber hinwegzukommen. Und andererseits gibt es irgendwie die 1000 Milliarden Spielsachen für weiße Kinder und halt ganz wenige für Kinder of Color, wie ihr das so schön nennt. Und da soll jetzt so ein bisschen eine Ausgeglichenheit herkommen. Aber führt es nicht dazu, dass man dann nachher, dass dann die Werbeindustrie wieder dazu übergeht, jetzt zu sagen, okay, wir haben jetzt eine schwarze Puppe und eine weiße Puppe, super, jetzt können wir doppelt so viel irgendwie vermarkten und verkaufen und bewerben. Was ich mich so frage, ist, geht's nicht insgesamt in der Zukunft irgendwann vielleicht darum, dass ein weißes Kind auch mit einer schwarzen Puppe spielen kann oder dass es Figuren gibt, wo man nicht mehr, wo Fantasiewesen oder Tiere oder keine Ahnung was, womit sich dann identifiziert werden kann oder was die eigentlich sie auch anregt, solche Sachen. Genau, also ich glaube, in einer idealen Welt müssen wir tatsächlich plakativ nur auf diese Dinge gehen. Also ich glaube, noch mal ganz kurz zurückzukommen in Kinderbüchern, beispielsweise, wenn wir von, Analogien zur unserer Gesellschaft sprechen, dann wird meistens lieber über Elefanten und Mäuse gesprochen. Also wenn du sagst, das würde jetzt irgendeine Form von Kreativität, auch Elefant verliebt sich eine Maus und das ist dann irgendeine verschwurbelte Idee von, ach, ganz unterschiedlichste Menschen können sich verlieben. Aber das ist für Kinder erstmal gar nicht, also daraus jetzt zu denken, ich empower mein Kind, irgendwie kritisch Gesellschaftsanalyse zu betreiben, das wird nicht passieren. So eine Abstraktion, das müssen Eltern ja auch erstmal erklären, was damit eigentlich gemeint ist. Das heißt, soweit ist nicht. Ich glaube, 90% aller Puppen auf dieser Welt sind weiße Puppen. Also das ist erstmal eine gewaltige Masse. Und wenn ich oder wenn andere Menschen of Color da erstmal ein Produkt suchen, gibt es meistens die eine. Also wir sind halt noch lange nicht dort, in der wir sagen können, jo, jetzt gibt's ja alles und deswegen ist es eigentlich ein bisschen auch beliebig. Momentan geht es ja eigentlich eher darum, dass Kinder of Color vor allem auch überhaupt ein Produkt für sich finden können und weiße Kinder eben auch sehen anhand von Puppen, die ja letztendlich auch vielleicht Menschen repräsentieren könnten, dass es da eine große Diversität gibt. Es gibt nicht eine Masse an Brünett, Rot, kurz, lange Haare und was weiß ich, lockig und was auch immer. Und dann gibt es eine schwarze Puppe. Und die hat meistens glatte Haare, was halt auch nichts mit einer Realität zu tun hat. Also, oder mit einer Minorität zu tun hat. Also da sind wir, es gibt wahrscheinlich dank Disney und anderer Krisenkonzerne viel mehr, Tiere. Genau, Stitches und Shreks und keine Ahnung, Fantasiewesen, als es tatsächlich echte, also Menschen oder Spielsachen gibt, die tatsächlich Kinder vielleicht auch Social Skills beibringen. Aber jetzt nehme ich ganz viel Redezeit schon. Ist voll gut. Es ist voll gut, aber wir holen jetzt trotzdem nochmal die anderen auf die Bühne, sonst haben wir nämlich keine Zeit mehr für unsere Runde. Ich hebe meine Fragen auf für nachher. So, Daphne fehlt. Daphne, hörst du uns noch? Du bist noch da. Ja. Schön. genau, jetzt wo wir hier alle nochmal auf der Bühne haben, würde ich gerne mal so die Frage in die Runde schmeißen, welche Chance die Kreativen oder die Kultur- und Kreativwirtschaft, über die wir ja hier immer so ein bisschen reden, welche Chance hat die, einen positiven Impact beim Thema Diversität, Gendergerechtigkeit und Inklusion zu erzeugen? Daphne, vielleicht fängst du an, links nach rechts. Ich glaube, was total schön ist, dass wir uns wirklich diesem ganzen Thema intersektional nähern können. Also, dass wir darauf achten können,
bei all unseren Dingen, die wir sozusagen tun, möglichst alle mit einzuschließen. Ich finde, das zeigte diese Runde irgendwie auch ganz gut. Wir haben uns spezialisiert, was, glaube ich, ganz wichtig ist, um eine gute Grundlage zu schaffen, eben auch irgendwie wissenschaftlich, aber immer im Hinterkopf zu behalten, dass wir immer nicht nur aus unserer eigenen Betroffenheit heraus agieren, wie ich jetzt irgendwie aus meiner weiblichen Perspektive versuche, Sexismus zu bekämpfen, sondern eben dann auch versuche, diese Thematik auf die anderen Diskriminierungsformen zu übertragen. Das finde ich irgendwie einen schönen Gedanken daran, dass man eigentlich diese Skills und diese Werkzeuge, die ich jetzt erlerne, durch diesen Kampf gegen Sexismus im Design eigentlich ziemlich gut übertragen kann auf Rassismus, auf Ableism. Genau. Ja, Hans, du hast das ja quasi gemacht. Du designst ja, du bist ja nicht Zielgruppe deines Produkts. Was würdest du sagen, welche Chancen die Kreativen haben, um einen positiven Impact zu machen? Ich würde sagen, ein großer. Größer vielleicht, als die Gesellschaft das gerade noch sieht. Einfach aus dem Grund, ich meine, Kreative, so meinem Verständnis, sind halt die Querdenker, die so ein bisschen anecken, die so ein bisschen mal anders auf eine Sache raufschauen. Querdenken, da kann man ja nicht mehr sagen, im Kontext leider. Nee. Früher hat man über Querdenken gesagt, aber sorry. Ich und Sprache haben auch ein ganz schwieriges Verhältnis, deswegen habe ich mich vielleicht auch so intensiv mit Sprache benutzt. Aber egal, ich meine anecken. Ich glaube, das ist der Punkt für mich da drin. Weil, ich meine, ich habe mich intensiv mit dem Thema beschäftigt, was so weit von meiner Lebensrealität fern ist, wie irgendwas sein kann. Was so natürlich für uns wirkt, sprechen. Und da eine Empathie zu entwickeln, aber gleichzeitig halt diese andere Perspektive von außen drauf zu haben, ich glaube, die ist halt einfach wirklich Gold wert. Ich glaube, ich hätte sonst nie drauf gekommen, okay, dass die Verständnisebene wichtig ist, dass man Sprache in Bilder umwandeln kann und nicht nur andersrum. Übrigens haben wir auch noch eine eigene Bildersprache entwickelt, weil wir gemerkt haben, okay, bei den ganzen anderen Apps, bei den ganzen anderen vergleichbaren Produkten gibt es eigentlich fast nur weiße Darstellung oder Strichmännchendarstellung von Menschen. Und dachte, okay, diese Vereinheitlichung funktioniert nicht mehr aus den Icons, die wir so kennen. Wir machen Baukastenprinzip und wir machen das modular. Und auch das ist eine Designperspektive, die neu ist. Ja? Also nicht einheitliche, alles vereinheitlichen, sondern in modularen System denken, dass überhaupt Diversität möglich ist, innerhalb auch der Gestaltung. Also auch da, würde ich sagen, kann das man heißt, großen Einfluss haben. Man kann bei den Icons die Hautfarbe und die Haarfarbe und das Geschlecht verändern, indem die Bildsprache abgespielt wird. Korrekt. Cool. Olaolu, was würdest du sagen? Ja, also ich würde meinen beiden VorrednerInnen einfach zustimmen, dass ich auch denke, dass durch das um die Ecke denken, meintest du, durch das Anecken, Ecken, ich finde Querdenken ist tatsächlich schade eigentlich, dass dadurch eben auch die Lücken eben auch sich offenbaren, auch die Brücken, die momentan nicht geschlagen, also die Lücken ganz konkret nicht nur als eine wirtschaftsunternehmerische Möglichkeit, aber vor allem auch um Defizite, die in dieser Gesellschaft eben existieren, eben auch anzugehen, zu bearbeiten, kreative Lösungen dafür zu finden. Also, dass sich das vor allem auch offenbart in diesem Bereich, in dem wir arbeiten oder die Design natürlich, aber auch überhaupt und Geschäftsfelder, die sich eben aus dieser Perspektive, also aus diesem Kreativwirtschaft kommen. Also einfach, dass durch das Infragestellen diese Lücken, die einfach existieren, ja, nicht nur angenommen werden, sondern da auch Möglichkeiten gefunden werden, diese zu bedienen. Das finde ich toll. Genau, ich habe hier meine Liste, ich versuche die mal noch zu lesen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Also anecken und infrage stellen bestehende Strukturen ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, was man als Learning mitnehmen kann. Dann der Kontaktaufbau zu Communities und aber eben auch nicht nur gucken, sondern auch gerne mit Sparringspartner arbeiten oder in einer heterogenen Gruppe im Idealfall natürlich.
arbeiten. Das ist natürlich bei manchen Sachen bestimmt schwierig. Bei Hans wäre es bestimmt schwierig gewesen, so einen Co-Design-Prozess durchzuführen, weil ja eben das Problem ist, dass die Kommunikation so schwierig ist. Aber genau, das ist auf jeden Fall was man mitnehmen kann. Und dann finde ich auch ganz wichtig, überhaupt zu verstehen oder zu vermitteln, dass diese Macht existiert, dass man als Gestalter eben nicht einfach nur bunte Bilder oder schicke Produkte produziert, sondern natürlich auch eine gesellschaftliche Verantwortung damit hat, mit dem, was man eben auf den Markt wirft, weil der Markt ist eine Bühne und wenn die nur eine Art von Mensch repräsentiert, dann ist das natürlich nicht sehr inklusiv. Genau, dann den Katalog von Daphne benutzen, wenn man Produkte entwickelt. Nochmal checken. Vielleicht gibt es da auch noch ein paar andere Kataloge. Weiß ich gar nicht. Daphne, gibt es noch andere, die du kennst? Du meinst Tools in die Richtung? Tools in der Richtung. Nee, kenne ich tatsächlich nichts. Okay, super. Also benutzen alle Daphnes Tool, um die Produkte auf Gendergerechtigkeit zu überprüfen. Dann ganz wichtig, eben auch im Zusammenhang mit dem Kontakt zu den Gruppen, die Berührungsängste verlieren und Empathie und Verständnis für die Bedürfnisse und Lebensrealitäten aufzubauen. Also ich glaube, das war das, was Hans gesagt hat. Genau, außerdem der frische Blick von außen, haben wir jetzt ein paar Mal gehört. Und dann so ein paar Standards natürlich im Design. Iterativer Prozess ist ja irgendwie immer was man machen will. Aber da muss man natürlich auch die offenen Ohren wahrscheinlich mitbringen, um zu hören, was das Feedback eben so ist. Und gut, das andere auch zu den Communities eigentlich auf Augenhöhe zu kommunizieren und eben auch Weiterentwicklungen zuzulassen. Also oft kommen mir dann super Ideen, an die man irgendwie vorher gar nicht gedacht hätte, wie man es benutzen kann. Ja. Habt ihr noch was zu ergänzen? Nee. Du hast es gut zusammengefasst. Nee. Klingt gut. Genau. Okay, dann verabschieden wir das so, dass ich mache ja eure Unterschriften unter dieses drunter und wir haben ein Design-Leitfaden der Learning Journey. Sehr schön, sehr schön. Laura, hast du noch was? Ich habe noch Fragen hinter einem. Nee, ich habe gerade nichts, aber vielleicht haben ja unsere Gäste noch Fragen untereinander, weil sie sich jetzt gerade kurz zusammen sehen. Stimmt, und danach wieder in andere Gruppen abhauen. Keine Frage, aber Anmerkung. Tolle Projekte, die ihr beide macht. Richtig cool. Kann ich auch nicht. Schön. Gleichfalls. Ich kann das auch nur. Ja, das ist immer so schade mit diesen Online-Veranstaltungen. Weißt du, normalerweise, wenn wir jetzt alle zusammen rumhängen würden, dann würden wir jetzt auch schön noch ein Bierchen trinken gleich oder ein Wasser oder Sprudel. Und was oder ausprobieren und angucken. Ja, genau. Ja, das ist leider schade, aber bei den Inzidenzen ist es im Moment auch gerade nicht so realistisch, dass wir bald auf physische Events hier umsteigen werden. Ich weiß nicht, wann wir das machen. Okay, anderes Thema. Ich danke euch sehr, sehr herzlich. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, an die ZuschauerInnen da draußen, bleibt dabei und kommt gleich in unsere Sessions. Wir machen hier noch ein paar Veranstaltungshinweise und noch eine Umfrage. Genau, und dann geht's weiter in den Sessions. Bis gleich. Genau. Ja, genau. Tolle Runde, tolle Ergebnisse. Hast du auch wieder gut gesammelt. Das habe ich letztes Mal gelernt. Also so persönliches Learning. Yes. Ich schreibe einfach mit und dann haben wir schon was gelernt. Ist auch eine Learning Journey. Mache ich nächstes Mal auch. Ja, du musst noch was lernen. Genau, aber das waren einfach tolle Expertinnen und ich freue mich jetzt auch gleich noch auf die Runden in den Breakout Rooms. Und wir können auch schon mal darauf hinweisen, unsere nächste Learning Journey wird am 15. Dezember stattfinden. Da gibt es auch bald Informationen über das Thema, aber wir haben so ein bisschen noch. Also das Thema Diversität wird sich durchziehen. Wie wir das genau framen, ist gerade noch in Arbeit. Genau. Aber es geht auf jeden Fall wieder um inspirierende Unternehmen und Insights. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau, jetzt gibt es noch eine kleine Umfrage.
Genau, die Umfrage hat nämlich einen zweiten Teil, die muss ich jetzt hier, muss ich noch schnell hier sichtbar machen. Jetzt ist die da, wo ihr eben schon wart. Da oben rechts auf Umfragen müssten jetzt drei neue Fragen dazugekommen sein, wo es um die, um was geht's da? Genau, um Kooperation zwischen der Kultur- und Kreativwirtschaft und anderen Branchen, wie wir heute auch wieder Möglichkeiten gesehen haben. Und vor allem wollen wir wissen, ob sie solche oder ihr solche Kooperationen kennt und ob sie ein Vorbild für euch sind und ob ihr auch das impulsgebende Momentum der Kultur- und Kreativwirtschaft in anderen Branchen wahrnehmt. Wir sind gespannt auf die Antworten. Ja, genau, Lore, das mit dem Du und Sie ist immer, geht immer so ein bisschen, ich mache einfach konsequent Du und meistens macht das Kompetenzzentrum konsequent Sie. Das ist ja so ein bisschen durcheinander, kann sich jeder aussuchen, was einem so passt. So, ich freue mich jetzt drauf, dass wir jetzt in die Sessions gehen. Dazu klickt ihr hier, wahrscheinlich da ist links, auf der Seite auf Sessions oder Sitzungen auch genannt und dort schaltet ihr euch in die Sitzung eurer Wahl ein. Dort gibt es einen blauen Button, den ihr gerne drücken könnt, weil ihr damit euer Mikro und Kamera freischalten könnt und eben wirklich richtig aktiv an der Diskussion partizipieren könnt. Falls ihr schon den Schlafanzug anhabt, dann könnt ihr aber auch gerne im Chat Fragen stellen. Und das geht natürlich auch. Ist ein bisschen weniger spaßig, aber geht natürlich auch. Und ihr könnt natürlich auch die Räume wechseln. Also wenn ihr erst da mal reinschauen wollt und dann da, ist das natürlich alles möglich. Und die Sessions sind jetzt so eine halbe Stunde etwa offen. Und ja, wir freuen uns drauf, euch auch mal zu sehen und nicht nur so blind in die Kamera zu sprechen. Kommt vorbei und zeigt euch. Genau, super. Sichtbar. Bis gleich. Okay, bis dann.